Eigentlich wollte ich mir für mein ultrakompaktes Acer Swift 7 Ultrabook das nur, oder was heißt nur, das 2 USB-Typ 3.0, also Typ C, besser gesagt, Schnittstellen hat, eine für Strom und eine für ein Gadget anzuschließen, einen Dock zulegen. Fürs MacBook habe ich da was von Belkin über Thunderbolt, hier eben auf Typ C Basis und da bin ich auf das jetzt nicht scharf werden wollende Satechi Multi Port-Adapter-Teilchen gestoßen. Das Ganze ist basierend eben auf dem Typ C 3.0 Schnittstelle, hat unter anderem einen Ethernet-Gigaport, hier auf der Seite einen USB-Typ C Schnittstelle, um den Strom durchzuschlaufen und zumindest beim MacBook funktioniert das, direkt mit Strom zu verfolgen, versorgen, währenddem ihr die ganze Peripherie dazu nutzt. Ihr könnt von eurer Kamera eine SD-Karte nehmen, ihr könnt von euren Action-Cam kleine Micro-SD-Karten nehmen. Die beiden haben hier an der Front Platz und werden dann mit dem Gerät konnektiert. Und hinten habt ihr dreimal einen USB 3.0 Anschluss sowie ein HDMI-Port. Jetzt will das wirklich nicht scharf werden. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen heran. Der HDMI-Port ist 4K-fähig bei 30 Hz. Und ja, somit könnt ihr einfach für zu Hause das Ultrabook hinlegen, anstöpseln, habt dann gleich den Monitor angeschlossen, eure Peripherie, die ihr ständig da zu Hause braucht, seid über Ethernet mit dem Internet verbunden und ja, Strom könnt ihr auch noch darüber beziehen. Kamera, Karte raus, hier reinstecken und los geht's. Das Coole ist, das Teilchen habe ich jetzt entdeckt, wenn man nicht gerade immer mit einem iPhone unterwegs ist, was ja einen Lightning-Port hat, sondern auch mal alternative Geräte nutzt, wie hier jetzt in dem Fall das P9 von Huawei. Geht übrigens auch beim Nova. Die haben ja eine USB-Typ-C-Schnittstelle unten. Da kann man zum einen externe Festplatten, wie jetzt hier die Samsung SSD T5, und heute wird wirklich nicht scharf, direkt anschließen und damit nutzen. Wenn mal aber was anderes sein soll, nehmen wir an, ihr habt eine große Kamera dabei, möchtet ein paar Aufnahmen machen oder habt ein paar Aufnahmen gemacht und möchtet nachher das Ganze damit versorgen, sprich auf ein Smartphone übertragen, weil ihr die Dateien schnell nutzen möchtet, könnt ihr das relativ einfach. Hier die SD-Karte einstöpseln. Es dauert kurz, hier sieht man es hoffentlich genau, es leuchtet blau. Und dann über die, ne, so, wenn ich es dann hinbekomme, ein USB-Speichergerät wurde erkannt, einmal draufgeklickt und schon haben wir hier die Karte, den Testordner, den ich dafür angelegt habe. Hier drauf habe ich die ganzen Fotos von eben diesem Gerät, was ihr jetzt hier gerade vor euch seht, plus noch ein paar andere Gadgets, die ich aktuell am Testen bin. Also alles in allem funktioniert schnell und einfach. Könnt darüber auch USB-Sticks anschließen oder eben irgendwelche externen Festplatte, hier der Vorgänger der T5. Aber somit könnt ihr einfach und schnell externe Geräte anschließen. Was ich jetzt noch nicht versucht habe, ist, ob ich da einen HDMI-Port, ob ich da auf den Desktop komme, also auf den Schreibtisch, kann ich sprechen, auf das große Display komme. Aber auch das werde ich noch ausprobieren. Geiles Teil, dieses kleine Dock, USB-C-Dock von Satechi. Gibt es für wenig Geld, ich glaube irgendwas um die 70, 80 Euro. Und schon habt ihr genügend ja, Schnittstellen, genügend oder mehr Schnittstellen an eurem Ultrabook, MacBook, was ihr da auch immer im Einsatz habt und könnt aus eben zwei Schnittstellen deutlich mehr machen und auch mehr Geräte anschließen. Und wie gesagt, das Coole, es funktioniert auch über den Typ C-Anschluss bei diversen Smartphones. Hier, wie gesagt, in dem Beispiel das Huawei P9. P10 würde natürlich auch funktionieren, habe ich hier nicht im Test, deshalb habe ich es hier jetzt über das 9er gezeigt. Somit besten Dank fürs Reinschauen. Ich finde das witzig. Immer mehr Gadgets finden einen Weg zueinander. USB Typ C, ein geiler Standard. Sofern kompatibel. Besten Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Poughkeepsie. Bis dann. Tschüss.